Exzellenz, Sie haben ja die Marienfrömmigkeit quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Sie sind ein Ortsteil des berühmten Marienwallfahrtsortes Kevela groß geworden. Was ist hier in Vesperbild anders, was ist gleich? Was ist anders in Vesperbild? Diese große Schar zu einer Feier erlebt man in Kevela nicht so häufig. Es sind auch immer große Pilgergruppen da. Aber was ich ganz beeindruckend fand bei dieser Lichterprozession, dass ein so großes Areal praktisch dann auch ausgeschritten wurde. Und als ich dann der Kreis wieder schloss, habe ich gedacht, wie wunderbar ist es, wenn das Leben, wenn der Alltag so vom Glauben umschlossen wird, wie es hier von den Pilgerinnen und Pilgern dargestellt wurde. Und da wurde mir nochmal sehr bewusst, wenn man das so in der Weite der Landschaft auch tut, das ist ein starkes Glaubenszeugnis in unserer Zeit. Kevela ist ja der Wallfahrtsort mit dem kleinen Bild. Ein kleines Bild, der Schutzmantel Madonna. Papst Johannes Paul II. War 1987 in Kevela und immer wenn Kevelaer ihn später in Rom auf den Petersplatz darauf angesprochen haben, hat er gesagt, das kleine Bild, das Wallfahrtsbild von Maria Vesperbild ist größer. Kleines Bild, aber auch mit einer großen Wirkung. Wie kann man sich eigentlich erklären, hier hat es ja nie eine Marienerscheinung gegeben, auch nicht wie in Kevela, wo vor, ich glaube, 300 Jahren etwa einem Mann eine Stimme erschien, die sagte, bau hier eine Kapelle für mich. Wie erklären Sie sich, dass trotzdem gerade hier so ein Zentrum der Marienfrömmigkeit entstanden ist? Was beide Orte gleich haben, ist eigentlich der zeitgeschichtliche Kontext, in dem sie als Wallfahrtsorte entstanden sind, nämlich die Zeit nach dem 30-jährigen Krieg. Offensichtlich waren es diese fürchterlichen Wehen und Wirren, die Menschen damals auch durchlitten haben, die sie dann auch nochmal herausgefordert hat, ganz neu darüber nachzudenken, was macht das Leben lebenswert? Woher kommt der Friede als Gabe Gottes? Und insofern sind Wallfahrtsorte immer auch Orte der Umkehr, Orte der Erneuerung. Und das haben Kevela und Maria Vesperbild gemeinsam. Insofern glaube ich, ist das ein ganz gesundes Zeichen auch von christlicher Spiritualität. Orte, an denen der Mensch bewegt wird zur Umkehr, zur Erneuerung, das sind Orte, an denen Gott präsent ist. Orte mit einer Ausstrahlung, einer Aura, wie wir sagen. Wieso brauchen wir Christen Maria und wieso brauchen wir Maria Himmelfahrt? Maria Himmelfahrt ist das große Fest, das uns zeigt, wohin wir unterwegs sind. Damit der Mensch an sein Ziel kommt, dafür brauchen wir Maria Himmelfahrt. Und das ist uns deswegen auch so nah, weil Maria als Erste der Erlösten, als Schwester der Menschen uns zeigt, wo der Weg hingeht. Maria Himmelfahrt ist ein Fest, man könnte sagen, Ostern mitten im Sommer. Und ich finde es ein wunderbares Fest, Zukunft so im Blick zu haben, wo viele Menschen daran zweifeln, habe ich eine Zukunft, gibt es eine Zukunft für uns alle. Da zeigt Gott uns in Maria und deswegen brauchen wir sie unbedingt als die erste Glaubende des neuen Bundes, als die, die uns in allem vorausgegangen ist, in der Liebe, im Schmerz, in allem. Sie zeigt uns, wohin der Weg führt, wenn Menschen mit Christus in Verbindung bleiben. Und das ist unglaublich ermutigend. Ich stelle mir das immer so vor, da ist Maria, die fasst mich bei der Hand und führt mich zu Christus. Wie ist das für Sie eigentlich als Geistlicher, wenn Sie hier vor einer Riesenmasse von Menschen predigen? Die Polizei spricht von 18.000 Gläubigen, die hierher gekommen sind. Auch viele Familien. Sie sind der Familienbischof in der Deutschen Bischofskonferenz. Das ist schon auch für einen Bischof, der häufig auch vor vollen Häusern predigt, etwas Besonderes, oder? Ja, das möchte ich ausdrücklich sagen. Ich habe mich gefreut, so viele Kinder zu sehen. Das ist, weiß Gott, nicht selbstverständlich. Und mir ist bewusst geworden, wie großartig ist das, wenn in Familien der Glaube auch gemeinsam gepflegt und weitergetragen wird. Die Kinder bekommen über ihre Eltern so etwas mit, sie erleben, Christen sind nicht alleine. Wir sind als Christen viele, eine starke Gemeinschaft. Das ist so wichtig und deswegen danke ich den Eltern, die heute Abend mit ihren Kindern hier waren. Es ist obendrein ein so vitales Zeichen für uns als Kirche. Kinder verkörpern Zukunft und das heute Abend in dieser großen Gruppe erleben zu dürfen, in diese strahlenden Kinderaugen zu schauen, etwas von der Freude des Glaubens, der Gemeinschaft zu entdecken, das tut uns allen gut. Ganz herzlichen Dank, Exzellenz. Dankeschön.